Ich würde gerne Sie bitten, sich ganz kurz selbst vorzustellen und das mit einem Satz zu verbinden, warum es sinnvoll ist, dass Sie zu diesem Thema, zu der globalen Perspektive, die wir am Ende dieses sehr dichten und intensiven Tages jetzt einnehmen, dass ausgerechnet Sie dazu auf dem Podium sitzen. Bitte. Frau Dr. Peter, bitte, gehen Sie, legen Sie. Also protokollarisch müsste ich mit Frau Dr. Brandner loslegen, aber wir machen das jetzt. Gut gefunden. Nee. Hier bei der Weltstiftung machen wir manche Sachen anders. Ist ja Wende, heißt ja das Motto. Also. Warum die Veranstaltung ist und warum es wichtig ist? Nee, warum es wichtig ist, dass Sie zum Thema für die globale Energiewende Arbeitsteilung zu organisieren und Partnerschaften und wer Sie sind, sich ganz kurz vorzustellen, dann reichen wir weiter. Warum ist es gut? Ja. Ich wusste, da war noch was vorher. Also ich bin Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, Simone Peter. Bei den Grünen nicht ganz unbekannt, weil einige Jahre Parteivorsitzende, vorher Ministerin für Energie und Umwelt, Verkehr, Landesplanung und vieles im Saarland, aber eigentlich seit über 20 Jahren mit der Energiewende verhaftet. Und weil ich sehr davon überzeugt bin, dass die Bürgerinnen nahe Energiewende das Problem der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit, der demokratischen Teilhabe an der Energieversorgung darstellt. Deswegen bin ich überzeugt, heute einen guten Part zu spielen, dass wir das auch global leisten können. Prima, vielen Dank. Kurze Antwort, Jan-Philipp Albrecht, Sie muss ich jetzt hier nicht vorstellen oder Sie sich nicht. Aber warum ist gut, dass Sie hier sitzen? Also einerseits habe ich ja genauso wie Simone Peter mal die Energiepolitik in einem Land mitgemanagt, aber gleichzeitig eben auch dasselbe mal aus dem Europäischen Parlament, aus der Perspektive, so wie Franziska Brandner, mitnehmen können. Und deswegen wissen wir aus unserer Arbeit heraus, dass die Dinge sowieso über die Ebenen ziemlich eng zusammenhängen und dass es eigentlich keinen Sinn macht, diese Energiewende, die wir jetzt umsetzen, auf einer Ebene zu diskutieren und dort auch umzusetzen, sondern das muss sowohl lokal, regional als auch bundes- und europaweit global miteinander vernetzt stattfinden. Und insofern glaube ich, das ist gut, dass wir diese Perspektiven hier zusammenbringen. Okay. Franziska. Am besten wäre es an. Ich hatte gedacht, es sei schon jetzt an. Franziska Brandner, ich bin hier, weil ich Handelsreisende der Bundesregierung für Wasserstoff und Rohstoffe bin und daran arbeite, nachhaltige und resiliente Lieferketten weltweit für die Energiewende mit aufzubauen. Jonas Kühl? Ich hoffe, es funktioniert. Ja, mein Name ist Jonas Kühl. Ich bin ein Policy Analyst beim International Institute for Sustainable Development. Also wir sind ein Think Tank und wir verstehen uns als Brücke zwischen dem globalen Norden und dem Süden und verstehen uns als Beobachter, kritischer Beobachter, aber auch Unterstützer für die globale Energiewende. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Crispian, warum ist es gut, dass Sie uns zugeschaltet sind und welche Perspektive bringen Sie ein? Ja, einen schönen guten Abend, nachmittags. Mir eine große Freude, heute dabei zu sein. Crispian Oliver ist mein Name. Ich bin der Exekutivpräsident des Presidential Climate Commission in Südafrika. Wir sind ein Multi-Stakeholder-Ausschuss und konzentrieren uns auf den Übergang zu Netto Null. Deswegen bringen wir verschiedene Akteure zusammen, also Vertreter der Industrie, der Gesellschaft und natürlich auch Vertreter der Regierung, die zusammen an einen Tisch kommen. Wir haben also diesen Dialog auf verschiedenen Ebenen. Wir sprechen mit den Menschen vor Ort, mit den Gemeinschaften und haben aber auch die nationale Strategie im Blick und versuchen dann eben all diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen und zu vereinen. Das ist natürlich mit einigen Herausforderungen verbunden und gleichzeitig sind wir auch in internationalen Partnerschaften beteiligt. Wir sind ziemlich aktiv als an der GFP beteiligt, als Südafrika. Auch Deutschland hat dort eine führende Rolle übernommen. Sie können also sehen, dass diese Partnerschaften sich dann letztlich über verschiedene Ebenen nach unten erstrecken. Und ich freue mich sehr auf die Debatte heute Abend. Vielen herzlichen Dank. Ich spreche jetzt Deutsch, weil wir ja die simultane Übersetzung haben. Wir kommen zu der Frage, wie Sie das machen und gemacht haben, konkret zurück. Ich möchte aber für den Moment mit einer offenen Frage an alle starten. Wer möchte, geht als erstes rein. Wir haben heute über Wirtschaften und gutes Leben in der Verbindung miteinander schon am Morgen gesprochen. Wo müssen wir unser Wohlstandsmodell, so wie wir es bisher gelebt haben und organisiert haben, auf den Prüfstand stellen? Was müssen wir verändern? Wir haben über den Abbau schädlicher Subventionen heute Morgen schon gesprochen. Wo muss dieses Modell auf den Prüfstand und sich in welche Richtung drehen,
damit wir zu einem Multi-Stakeholder-Approach kommen in der globalen Energiewende, wo alle, wir reden immer von Augenhöhe-Verhältnis, wo alle ihren Share, also ihren fairen Teil bekommen. Ich könnte jetzt über die Länder im globalen Süden sprechen, was auch immer, aber wo wir dieses Just Transition, diese gerechte Transition und Veränderung, wir in Verantwortung dazu beitragen. Was muss auf dem Prüfstand? War jetzt eine lange Frage, Entschuldigung. Wer möchte zuerst? Wir starten mit einer ganz kleinen Frage. Das ist okay, maybe then I... okay. Deutsch, am liebsten Deutsch. Auf Deutsch? Dann fange ich nochmal auf Deutsch an hier. Okay. Ja, okay, das war eine kleine Frage. Ich denke, wir wissen ja, in dem Raum hier sollte relativ bekannt sein, dass wir uns beeilen müssen. Wir hören immer die Berichte vom Klimaschutzrat, aber auch letzte Woche kam der letzte Bericht von den Vereinten Nationen raus, der sagt, wir sind immer noch nicht auf dem 1,5, ja nicht mal 2 Grad, wir sind auf 2,5 Grad. Dafür müssen alle Länder etwas tun. Der globale Norden natürlich wesentlich mehr und früher und schneller, aber natürlich auch der globale Süden. Und dann ist einfach die Frage, wir im globalen Norden haben ja schon lange quasi profitiert, auch vom Abbau fossiler Brennstoffe. Normalerweise könnte man sagen, der globale Süden hat das Recht ebenfalls, aber der globale Süden weiß natürlich auch, wenn wir nicht alle zusammen an dem einen Strang ziehen, dann kommen wir nicht mal bei 2,5 raus, dann kommen wir noch bei wesentlich mehr raus. Deshalb liegt es auch in der Verantwortung von uns, vom globalen Norden, dass quasi die Anpassung, aber auch der Umbau der Wirtschaft im globalen Süden gerecht zugeht für die Menschen und die Communities dort vor Ort. Okay, aber nochmal zur Frage zurück. Was heißt das denn? Wo muss unser Wohlstandsmodell auf den Prüfstand, wenn genau diese Gerechtigkeit, die Sie auch adressieren, in seine Kraft oder ihre Kraft kommen soll? Wollen Sie da vielleicht Sie nochmal kurz, Herr Kühl, und dann Frau Brandner. Ja. Na klar, also ganz klar ist natürlich, dass... you can speak English. If you really struggle, please switch into English. Nein, geht nicht. Okay, geht nicht? Sonst, ja, okay. Also, ist natürlich ganz klar, dass unser ganzes Leben hier sich stark verändert, dadurch, dass wir natürlich so schnell aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen. Also auf der einen Seite mit mehr Effizienz, aber natürlich hat es Veränderungen auf allen anderen Ebenen auch Auswirkungen. Also auf die Mobilität, auf wie wir wohnen, wie wir heizen. Aber wie gesagt, die Auswirkungen sind nicht nur für uns betrachtet, sondern die gibt es eben global. Also wir die größten Kohleexporteure, das sind die im globalen Süden. Da haben wir Indonesien, Kolumbien. Und die müssen wir eben dann natürlich auch unterstützen, wenn da, in unserem Prozess, wo wir quasi von den fossilen Brennstoffen wegkommen, dass die eben auch die Möglichkeit haben, sich ökonomisch weiterzuentwickeln. Und das ist nicht nur Probleme, sondern eben auch Chancen. Danke. Sie direkt dazu. Was wir in den letzten Jahrzehnten ja gut geschaffen haben, ist die Industrie, die bei uns geblieben ist, auf einen Entwicklungspfad Richtung Klimaneutralität zu bringen. Aber wir haben bei denen, die uns verlassen haben, das dann auch ganz froh als weniger CO2 bei uns angerechnet und haben uns auch nicht dafür interessiert, wie ist eigentlich der CO2-Footprint vom Rohstoffabbau in anderen Ländern. Wir haben uns auch nicht dafür interessiert, wie ist eigentlich der Footprint von der Chipindustrie, wie ist eigentlich der Footprint von allen Vorprodukten. Und gerade in den Bereichen, wo wir aus Umweltschutzgründen es den Unternehmen so schwer gemacht haben, dass sie hier nicht mehr geblieben sind und wir dann diese NIMBY-Debatten nicht mehr führen mussten, war es uns eigentlich auch egal, wo das im Rest der Welt passiert. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns nicht mehr erlauben können, sondern wo wir die Energie- und Rohstoffketten wirklich auch anschauen müssen, in die Verantwortung gehen müssen, wir selber bei uns wieder in den Abbau müssen, um auch zu beweisen, dass wir es ernst meinen mit einer fairen Partnerschaft, was natürlich auch für uns bedeutet, dass wir hier genauso mit in die Verantwortung gehen. Ich sage immer, ich kann ja nicht meinen südafrikanischen Kollegen sagen, bitte ja, baut das Lithium schön ökologisch ab, weil bei mir baue ich es nicht ab, weil das Erzgebirge ist einfach viel zu schön.
Da brauche ich gar keine Debatte anzufangen. Das ist not on equal footing. Außerdem möchte ich auch beweisen, dass wir die Technologien haben, um das wasserstoffarm etc. zum Beispiel zu machen. Ich glaube, dass sich wieder zu einzufordern, dass wir alles, was wir hier dazu beitragen können, es weltweit besser macht, auch wenn wir es bei uns wieder mithaben und entwickeln, ist eine wichtige Voraussetzung für eine faire Partnerschaft. Mhm. Darf ich ganz kurz, bevor Sie antworten, Crispin dazwischen nehmen. Crispin, was erwarten Sie und Ihr Team oder Ihre KollegInnen von uns in Südafrika? Also von unserem Tun, sei es hier oder vor Ort in Kooperationen, was erwarten Sie und was erhoffen Sie sich von uns? Also wir wollen natürlich einen fairen Wandel. Und was meinen wir mit einem fairen Wandel oder einer fairen Energiewende? Diejenigen, die am gefährdetsten sind, und da beziehe ich mich natürlich hauptsächlich auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Fossil Fuel Value Chain, also der Kohle- und Erdöl-Lieferkette. Und das sind die Menschen, für die man natürlich in dieser neuen Energiewirtschaft einen Platz finden muss. Und worüber wir letztendlich wirklich sprechen, sind Arbeitsplätze und der Lebensunterhalt. Also die harte Realität lautet hier, dass wir ein bisschen im Wettbewerb stehen um die gleichen Arbeitsplätze. Also es geht darum, wo sind die Lieferketten und die Herstellungskapazitäten und die Industrien und die Jobs, die mit dieser neuen Energiewirtschaft in Verbindung stehen. Und wenn man eine faire Aufteilung möchte und eine faire und gerechte Energiewende möchte, dann gibt es ernste Zugeständnisse, die gemacht werden müssen, um sie wirklich fair zu gestalten und gerecht zu gestalten. Also ich spreche hier nicht nur über Entwicklung. Es wird natürlich auch um den Handel, um Investitionen, um Technologietransfer gehen. Ansonsten würde man die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit einfach replizieren, einfach wiederholen. Das heißt, eine gerechte Wende hängt von mehreren Punkten ab. Also zunächst einmal muss man eine lokale Wertschöpfungskette schaffen. Das Zweite ist, wir müssen sicherstellen, dass wir die Beschäftigten ausbilden für die Wirtschaft der Zukunft. Und das Dritte ist, dass man eine Mindestplattform sozialer Unterstützungsmechanismen schafft, die einen Wechsel von einem Wirtschaftssektor zu einem anderen ermöglicht oder auch von einer geografischen Region zu einer anderen. Und dass man auch unter Umständen vorzeitig in Rente gehen kann. Also hier gibt es natürlich große Unterschiede im Entwicklungsstand. Und es gibt hier technologische Einschränkungen, Kapazitätseinschränkungen und so weiter. Also das sind alles Bereiche, über die wir ein umfassendes Paket verabschieden müssen. Ich denke, es wäre ein Fehler, jetzt hier einfach nur die Nord-Süd-Zusammenarbeit, also in Form von Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit und so weiter und Partnerschaften anzustreben. Wir brauchen eine vollständige wirtschaftliche Partnerschaft. Ansonsten kann man die Machtverhältnisse nicht verändern, die gegenwärtig herrschen. Ja, ich stimme mit Crispin Neuwert mit diesen drei Ebenen der Partnerschaft sehr überein. Würde vielleicht an der Stelle auch noch mal drei verschiedene Beispiele deutlich machen, woran sich eben eine veränderte Rolle und vielleicht auch ein verändertes Wirtschaften festmacht. Wenn wir zum Beispiel nach Südafrika jetzt schauen und es geht darum, dass zum Beispiel Elektrolyseure dort errichtet werden, dann reden wir über eine Infrastruktur, die schon jetzt natürlich eine Schwierigkeit hat, zum Beispiel ihr Stromnetz stabil zu halten und die natürlich nicht auf erneuerbaren Energien ausschließlich jetzt fußt. Das heißt also, wenn dort solche Investitionen getätigt werden, müssen wir natürlich im Blick haben, dass wir nicht nur die Transformation sozusagen der globalen Partnerschaft im Blick haben, sondern auch die Transformationen, die vor Ort und im regionalen Zusammenhang einer solchen Infrastruktur zu erreichen ist. Die zweite Ebene
die wir im Blick behalten müssen, ist die, dass, und das geht in die Richtung der Frage der Jobs, die dadurch entstehen, wir in der Vergangenheit häufig eben lineare Wertschöpfungsketten, die sozusagen von einer, ja, von einem Extraktivismus geprägt waren, ein Stück weit ja auch kolonial geprägt oder sehr stark kolonial geprägt in der Vergangenheit. Und heute müssen wir darüber sprechen, dass es überhaupt auch gar nicht mehr Sinn macht, diese reine Extraktivismus lineare Produktion so fortzuführen, weil wir wissen, dass bestimmte Verarbeitungsprozesse an anderen Orten möglicherweise viel besser zu organisieren sind, weil die Transportmöglichkeiten gar nicht da sind, weil die Verarbeitungsketten ganz anders effizienter dargestellt werden können, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und da offen zu sein eben auch und sich nicht sozusagen zurückzuziehen auf eine Position, ich will aber, dass bestimmte Verarbeitungsschritte hier stattfinden, ist das, was Crispin Olver eben sagt, als Zugeständnisse, die eben dort auch gemacht werden müssen. Ich finde, das ist ein Zugeständnis der Realität gegenüber. Und das Dritte, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist eben die Tatsache, dass die Wettbewerbssituation, in der wir heute global stehen, das auch gar nicht mehr erlaubt, sondern dass wir wissen, wenn wir eben nicht in der Lage sind, solche Verarbeitungsprozesse wie zum Beispiel das Eisenschwamm als Vorprodukt schon hergestellt wird in anderen Ländern und nicht mehr hier in Deutschland, dass also Teile unserer Kernproduktion so nicht mehr stattfinden und wir uns auf andere Teile konzentrieren müssen der weiteren Wertschöpfung, dann ist das auch ein Zugeständnis an die Realität, nämlich die des internationalen Wettbewerbs, wo eben andere Akteure wie China oder die USA schon längst sozusagen an die Tür von Südafrika geklopft haben und wir nicht die Einzigen sind, die da stehen. Es bringt mich zu einer Frage. Sie haben noch was auf den Lippen, das wollen Sie loswerden. Ja, etwas zur Frage, die Sie gestellt haben. Bitte, dann das zuerst, dann kommt meine nächste. Ich war im Kopf schon wieder weiter. Bitte. Ja, weil ich noch einen Gedanken zurück, weil der Wohlstandsbegriff ist sich ja gerade dramatisch am Ändern. Das heißt, das, was wir mit Wohlstand verknüpft haben, hat ja ganz viel mit der Energieversorgung zu tun, dass die wirtschaftliche Prosperität aufgebaut war auf der Verbrennung fossiler Ressourcen und wir jetzt die Auswirkungen global sehen. Die Einschläge bei uns kommen auch jeden Tag häufiger und öfter. Und dieses Bewusstsein, also mich macht das jeden Tag kirre, ist noch nicht angekommen. Also weder in den Auswirkungen der nationalen Debatte, im gesamten gesellschafts- und politischen Spektrum, noch in der internationalen Debatte. Und ich wünsche mir, dass wir viel stärker darüber sprechen, wie wir, wenn es um den Wohlstandsbegriff geht, weil es um Lebensgrundlagen geht, als letztlich zentraler Kern, wie wir Wohlstand definieren. Das wird bei allen Wegen, die wir dahin suchen, die Energiewende umzustellen, beziehungsweise die Energieversorgung umzustellen, demokratischer zu machen, globaler davon zu profitieren, die Frage der Bezahlbarkeit, die Frage der Lebensgrundlagen und letztlich des Lebenserhaltes stärker in den Fokus nehmen und damit auch Verantwortung übertragen. Ich sage das deswegen, weil ich gerade von der Debatte der Konrad-Adenauer-Stiftung komme. Mhm. Ist heute mein Stiftungstag. Auch ein interessanter Tag, wenn man den so und doch erlebe, dass viele sich nach wie vor darauf zurückziehen, dass der Wohlstand alleine davon abhängt, wie wir in Deutschland wirtschaften und das möglichst noch nach den alten Schemata. Und das ist nicht bei allen so. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ in den Raum, weil es gibt in jeden Parteien alle Denkstrukturen oder viele. Und viele da haben auch weiter in Europa daran gearbeitet, dass wir zu erneuerbaren Energienrichtlinien, zum Ausbau der Erneuerbaren kommen. Aber das Bewusstsein zu schaffen, dass sich Wohlstand massiv verändert und die Frage, wie wir Wohlstand sichern, sich massiv verändert, das ist etwas, was wir, glaube ich, noch viel stärker diskutieren müssen in den nächsten Monaten und Jahren, um bewusst zu machen, dass das die Grundvoraussetzung ist, um global an der Überlebensfähigkeit des Planeten und überhaupt am globalen Wirtschaften noch weiter teilzuhaben. Wenn Sie erlauben, vielen Dank. Wenn Sie erlauben, mache ich kurz einen gedanklichen Sprung oder hier an der Stelle ein Semikolon. Mich beschäftigen, ich glaube, die Tasche gehört niemandem von uns. sorry, aber das hört ja irgendwann auf.
Ich mache einen gedanklichen Sprung. Mich beschäftigt eine Sache, ich möchte bei dem Prüfstand, was muss bei uns auf den Prüfstand bleiben? Ich denke an das Lieferkettengesetz. Ich habe mich unterhalten mit Menschen, die beispielsweise sagen, das ist alles super gemeint, aber wir haben gar keine digitalen Codes, zum Beispiel Kaffeebauern und Bäuerinnen, die sagen, um das an Informationen euch zu geben, was ihr braucht, damit wir als nachhaltig identifiziert werden. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Ich möchte aber gerne von Ihnen wissen, und vielleicht fangen Sie an, Frau Dr. Brandner. Wo müssen wir, es erinnert mich ans Vorgespräch, entschuldigen, dass ich jetzt immer so lange rede, ist am Ende des Tages so, mit Frau Merz. Sie sagten in einem ganz anderen Kontext, wir haben so hohe Ansprüche, es bezieht sich nicht auf dieses Beispiel. Wo müssen wir im globalen Kontext ein Stück flexibler werden, damit wir das Gute für alle organisieren? Und können Sie das so konkret wie möglich machen? Und dann kommen wir zu anderen guten Beispielen. Aber ich will erstmal, da ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ich will da einmal starten. Das ist ein sehr relevantes, weil wir gerade deswegen jetzt im Ministerium dazu Projekte finanzieren, um genau das überhaupt erst zu ermöglichen. Und eins ist ein ganz spannendes, Barcode kennt jeder, wenn er an der Kasse ist, einmal zack, zack, Barcode, da ist ja sehr viel Informationen drauf und darauf könnte man zum Beispiel auch Informationen über CO2 etc. mit aufnehmen. Da gibt es auch Unternehmen, die daran arbeiten. Also es ist übrigens sehr spannend, was da passiert, weil das jedes, ne, in jeder Stufe wird, heute ist es international anerkannt, diese Barcodes, die in dem Bereich sind. Das heißt, da gibt es spannende Projekte. Wir finanzieren sogar auch einige, um das jetzt genau hinzubekommen, von uns aus, weil das eine der Fragen ist, die sehr total berechtigt sind. Wie funktioniert die Zertifizierung? Wir arbeiten jetzt auch im Haus an dem digitalen Produktpass. Das hat die letzte Regierung angefangen. Wir haben den dahingehend erweitert, dass wir den nicht mehr nur linear denken, sondern zirkulär, weil de facto viele dieser Produkte dann auch wieder hoffentlich in den Kreislauf zurückgehen und wir von Anfang an digital sicherstellen wollen, dass dieser Produktpass die Zirkularität ermöglicht. Das machen wir mit Catena X, das machen wir mit Maschina X, aufbauend auf Gaia X. Und Gaia X bedeutet, das sind sichere Datenräume, in denen man das Ganze auch noch machen kann. Das ist nämlich die Frage, die dann dazu kommt, wie sind die Datenräume sicher? Mhm. Das heißt, wir arbeiten an der konkreten Umsetzung, um genau das zu ermöglichen. Und natürlich gibt es dann ganz viele Labels für alle zig Bereiche, ob sie Blumen haben oder was auch immer, gibt es dann noch zusätzliche Labels, die dann anerkannt sind und bei uns auch gelten. Aber klar ist es so, dass wir bei unseren Ansätzen, wie wir in diesen Partnerschaften gehen, das auch immer gemeinsam definieren müssen. Ich sage mal Beispiel auch in Brasilien, ja, die haben einen eigenen Measurement für Forest Protection. Und natürlich haben wir in der EU ein anderes und die Brasilianer haben recht zu sagen, wir finden unseres aber besser. So, und dann muss man, am Ende wird man finden, wie man sich die gegenseitig anerkennt, wie man das früher für Phytosanitarits gemacht hat. Ja? Früher hat man darüber geredet, ja, ab wann ist dieses Produkt sicher? Also im Sinne von, du verletzt dich nicht oder wirst nicht krank. Da hat man auch über Standards diskutiert und verhandelt. Welchen Standard erkennt man an? Heute sind es häufig Standards im Nachhaltigkeitsbereich. Und ich denke, dass wir dort eben sehr stark auch auf viele Länder zugehen müssen und sagen müssen, ja, das ist genau so. Aber das ist ein Punkt, wo wir am Ende uns offensichtlich anerkennen gegenseitig oder eben etwas jeweils noch verändern, damit es anerkennbar wird. Aber das ist eine der Debatten, die wir, glaube ich, ganz anders führen müssen, um da zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn Sie mir ganz kurz eine Antwort oder Replik auf Oliver erlauben, weil ich die wirklich schwierig finde. Ja, also was ist der sinnvolle Cut in den Lieferketten? Was macht wo Sinn, in dieser Welt zu produzieren, weiterzuentwickeln etc.? Da gibt es ein paar Fixpunkte. Zum Beispiel Rohstoff ist der Abbau, Energie ist, sind die vorhanden? Danach ist ja alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir jetzt ein perfekter freier Markt wären, wo die Preise die ökologische Wahrheit widerspiegeln würden, dann müsste man da ja auch gar nichts machen. Aber weil der Transport so billig ist, weil China massiv subventioniert, wir auch, die Amerikaner auch, ist es gar nicht so einfach zu wissen, wo ist eigentlich der richtige Ort. Und dann gibt es noch sowas wie Wirtschafts- und Energiesicherheit, die nochmal reinkommen, geopolitische Bedenken, Innovationsbedenken. Und dann wird es nämlich kompliziert. Und in diesem Geflecht hier Partnerschaften zu finden, die ökonomisch Sinn machen, aber auch unserer beider industrieller, geoökonomischer Interessen gerecht werden, das ist ein Aushandlungsprozess, der gerade stattfindet. Ich finde, wir machen da gute Angebote, andere auch. Und am Ende wird man sehen, welche Partnerschaften sich bewahrheiten. Mhm. Wir haben heute Morgen von Herrn Habeck gehört, dass es Multilateralismus im Moment nicht so ganz einfach hat in unseren Zeiten. Ich würde gerne mal wissen von Ihnen und Crispian, die Frage geht auch an Sie. Was ist der Elefant im Raum, wenn wir über globale Partnerschaften reden, die wir uns auf Augenhöhe wünschen, über den wir dringend reden müssen? Gibt es einen Elefanten im Raum und wenn ja, welcher wäre das?
whoever want, wer auch immer den das Podium als erstes nehmen möchte. Ja, vielleicht Jan-Philipp Albrecht und dann Crispin, ja. Also es gibt natürlich schon einen Elefanten im Raum und das ist die Frage, ob überhaupt sozusagen die Bereitschaft da ist, eine Partnerschaft einzugehen. Und ich glaube, da müssen wir uns nochmal überhaupt nicht eine Illusion darüber machen, dass nun alle sofort Schlange stehen, mit uns Partnerschaften einzugehen. Denn so ist die Situation im internationalen Wettbewerb nicht mehr, sondern wir müssen uns tatsächlich darum bemühen, auch die bessere Partnerschaft zu bieten, auch im Lichte von dem, was heute mit Blick auf den Inflation Reduction Act und andere Entwicklungen gesagt wurde, ist klar, dass die Europäer deutlich machen müssen, wo ist auch der Added Value der Zusammenarbeit mit der europäischen Wirtschaft sozusagen, wo ich übrigens auch sagen würde, das können wir nur, wenn wir das auch europäisch tun und nicht sozusagen uns versuchen, gegenseitig in der Europäischen Union da auch noch die Butter vom Brot zu nehmen, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Wenn wir das aber tun, dann glaube ich, ist es möglich, da an der Stelle auch einen Weg zu finden, denn die Angebote, die ansonsten gerade im Markt sind, sind zum Teil auch immer nicht so einfach anzunehmen für diese Länder. Es geht vor allen Dingen um die Frage, woher kriegen wir auch Investitionsmittel, um zum Beispiel die Investitionen in die Transformation auch im eigenen Land zu gewährleisten. Das ist eine Frage, die im Moment super schwer zu beantworten ist für ganz viele Länder in der Welt. Und wenn die Europäer es hinbekommen, auf diese Frage eine gute Antwort zu bieten und gleichzeitig eben tatsächlich auch Zukunftsperspektive mit diesen Investitionsmitteln verbinden für die jeweiligen Volkswirtschaften, dann muss das kein Elefant sein, der in irgendeiner Form hinderlich ist. Mhm. Wer möchte zuerst? Crispin oder Frau Dr. Peter? Crispin, haben Sie dazu einen Gedanken? Ja, I'm happy to come in. Ja, na klar, sehr gern. Ich habe den Partnerschaftsprozess für eine faire Energiewende in Südafrika recht nah mitverfolgt und es war gar nicht wirklich einfach. Ich denke, Deutschland ist sich sicher bewusst, wie komplex es ist, die ganzen internationalen Partner zusammen an einen Tisch zu bekommen. Da haben wir die USA, das Vereinigte Königreich, Europa auf der anderen Seite. Und dessen man sich bewusst sein sollte, ist, dass wir auf südafrikanischer Seite natürlich nicht nur das Regierungsteam hat, sondern natürlich auf der anderen Seite auch die gesamte Gesellschaft, die hinter der Energiewende steht oder stehen muss. Und wenn man sich da rein die Industrie anschaut und die ganzen Interessen, die natürlich noch verfolgt werden, wenn wir die fossilen Brennstoffe betrachten, der gesamte Arbeitssektor und dann schaut man sich natürlich an, wo die Entwicklungshilfen landen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt und ich möchte durchaus über den Elefant hier im Raum sprechen und für mich ist das internationale Regierungsführungssystem. Ich glaube, wir müssen erst einmal vor unserer eigenen Haustür kehren, bevor wir anderen Vorschriften machen können. Der Kollege sprach zuvor über das instabile Stromnetz in Südafrika. Und da gibt es so einige systemische Energiereformen, die anstehen. Zuerst einmal natürlich genau jene Probleme anzugehen, die das eigene Land hat. Also Diebstahl, Energiediebstahl im eigenen Land und Korruption sind große Themen. Und ich glaube, eine gute Regierungsführung ist das, womit man erst einmal beginnen sollte. Und dann haben wir auch noch die Vereinten Nationen, den Sicherheitsrat, die globale Investitionsarchitektur und die Ungleichheiten im Handels in den internationalen Handelsbeziehungen und auch die WTO in ihrer derzeitigen Situation. Durch die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine sind natürlich die Lieferketten stark beeinträchtigt. Es ist wichtig, dass eine gewisse Kontrolle ausgeübt wird. Und für das Energiesystem, über das wir uns derzeit unterhalten, möchten wir uns eigentlich in die andere Richtung bewegen. Es mag schon passiert sein, dass wir einige wichtige Meilensteine erreicht haben. Eine
kohlenstoffarme Energie ist tatsächlich jetzt schon kostengünstiger als andere Energielösungen. Das heißt, diese Meilensteine haben wir mitunter schon erreicht. Aber wenn wir es nicht schaffen, dass die internationale Architektur stimmig funktioniert, wird es auch leider nicht funktionieren. Good Governance-Perspektive mit Jonas Kühl. Ja. Gerne dazu und dazu. Das eine, also Investitionsmittel und Just Transition. Für mich ist der Elefant im Raum die Augenhöhe und damit die Finanzierung. Also wenn wir jetzt, wie die Europäische Kommission oder Europa gerade begründet hat, wir wollen eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 global mit unterstützen, frage ich mich, wo ist die Finanzierung dahinter, die das gerade in der Nord-Süd-Perspektive auch erlaubt, weil die globale Energiewende wird in vielen Ländern sehr stark angekurbelt durch die Investitionen, aber in anderen eben überhaupt nicht. Und da, wo man Mittel bereitstellt, wo es vielleicht die Eigeninitiative nicht gibt, ich glaube, ein Beispiel ist Kenia, wird ja auch, glaube ich, von der Bundesregierung sehr stark unterstützt, erreichen wir auch in Entwicklungs- und Schwellenländern hohe Anteile erneuerbarer Energien. Aber die Basis ist immer, ob das jetzt eine Partnerschaft mit Finanzierung ist oder Mikrokredite oder wie auch immer, aber es braucht Finanzierung und Finanzierungsinstrumente. Wenn die Augenhöhe nicht da ist, bleibt der Elefant. Mhm. Heute Morgen hat auf Deutschlandfunk Antonio Guterres gesagt, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, es fehlen, ich glaube, er hat gesagt, in den Entwicklungsländern 500 Milliarden, ich glaube, das war das Zitat heute Morgen im Radio, um die 17 SDGs, also in diese Richtung von Transition zu gehen. Also Sie, das knüpft ja auch an die Frage der Investments an, weil Sie würden das gerne, viele von Ihnen, aber Sie können es nicht. Also Sie runzeln die Stirn, aber Jonas Kühl will was anderes sagen. Also vielleicht erst Jonas Kühl nochmal zur Frage und dann Frau Brandner. Ja. Genau, nee, nochmal eine andere Einsicht für den Elefanten im Raum ist vielleicht die Ernsthaftigkeit oder der Einklang von allen politischen Maßgaben, den quasi der Westen oder der globale Norden in der Sicht des globalen Südens hat. Also zum Beispiel, ich gebe mal zwei Beispiele. Letztes Jahr, wir haben ein Projekt, da arbeiten wir in Indonesien und dann ging es um den Kohleausstieg eben, weil das ist unser Projekt. Und dann gerade letztes Jahr war, als dann Deutschland wieder mehr Kohlekraftwerke angestellt hat. Ein anderes, und das wird natürlich dann von den Leuten, die dort auch arbeiten, quasi bezweifelt, wie ernst meint denn dann Deutschland tatsächlich den eigenen Weg zur Energiewende, wenn sie fragen quasi Indonesien, die Kohle quasi im Boden zu lassen, aber dann wird quasi schnell umgeschaltet. Oder ein anderes Beispiel ist auch, wir sprechen über die ganzen Partnerschaften, die Deutschland jetzt unternimmt mit anderen Ländern zusammen, also die Chatpeace in Südafrika, aber auch Indonesien, Vietnam. Aber auf der anderen Seite hat Deutschland sich quasi verpflichtet, ja, keine öffentliche Finanzierung mehr bis Ende 2022 vorzunehmen. Also sowas wie Kreditgarantien oder durch die Entwicklungsbank. Noch immer gibt es da quasi keine Standards dafür, die sind jetzt in der Ausarbeitung. Das soll es aber dann anscheinend bis 2025 möglich sein für Erdgasproduktion in anderen Ländern, quasi öffentliche Finanzierung zu geben. Also, und das ist auch quasi ein Beispiel, das zeigt, dass auf der einen Seite wird quasi Geld und Unterstützung gegeben, um den globalen Süden von den fossilen Brennstoffen wegzubekommen. Aber auf der anderen Seite gibt es ja immer noch Unterstützung, dass quasi neue Projekte gebaut werden. Mhm. Und die, wenn man sich ja den Zeitplan mit der Dekarbonisierung und Netto Null bei 2045 von Deutschland sich überlegt, dann quasi ein großes Risiko auch für die Länder darstellen können, als gestrandete Assets und so weiter zu enden. Also wir haben jetzt eine Menge Themen auf dem Tisch. Ihre Antwort noch, Frau Dr. Brandner. Ich habe gehört Global Good Governance oder Good Global Governance. Ich höre Politikkohärenz als Thema und das Thema Investitionen. Und dann öffnen wir mal für Sie, weil ich glaube, das wollen Sie vielleicht. Also es ist, glaube ich, sehr klar, dass JETP kein einfacher Governance-Rahmen ist. Von daher, you know, my apologies. Also wir versuchen das auch immer schlanker und einfacher zu machen. Es geht noch viel schlimmer, aber es könnte auch noch viel besser gehen. Ich wollte noch mal zurückkommen zu diesem, wie viele Milliarden brauchen wir und sind das Investitionen oder ist es Hilfe oder sind es Garantien? Weil eigentlich ist Energie ja ein gutes Business. Also eigentlich ist Energieversorgung auch etwas und gerade die Erneuerbaren sind ja mittlerweile
einfach die billigste Art und Weise, ist ja ein Business. Und die Frage ist immer nur, die Investitionskosten am Anfang sind hoch, aber es rentiert sich und man braucht vor Ort natürlich dann die funktionierenden Abnehmer, die Netze, es braucht kein Diebstahl, ja, weil sonst gehen unsere Investoren nicht ran. Und deswegen ist dieses auf Augenhöhe, ja, also Partnership, it's an economic partnership, dann braucht man natürlich auch eine ökonomische Voraussetzung, weil sonst wird es dann wieder Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Und das ist die Schwierigkeit, dass wir natürlich eigentlich genau das gerne handhaben würden wie ein Business Case. Also unsere Unternehmen, Energieunternehmen, gehen nach Südafrika, bauen das auf und danach nehmen es die Kunden ab und dann kriegen sie ihre Investitionen zurück, weil es gesichert ist, dass die Einspeisevergütung funktioniert, dass keiner den Strom klaut, etc. Ja, so, dass das Netz funktioniert, der Netzausbau. Dann würden wir unseren Unternehmen eine Investitionsgarantie geben, würden die auch noch Risiko absichern, das, was wir klassischerweise machen. Aber die Herausforderungen sind halt leider dann doch etwas größer. Und da, finde ich, müssen wir ehrlich drüber reden. Und es ist in vielen Ländern so, dass es dann eben noch Voraussetzungen dafür gibt, dass es ein rein, in Anführungsstrichen, ökonomisches Projekt ist, was sich lohnt. Und da ist die spannende Debatte, glaube ich, weil wir wollen eben nicht wieder zurückkommen in eine klassische Entwicklungszusammenarbeit, sondern eigentlich es aufbauen wie ökonomische Zusammenarbeit, die wir in vielen anderen Bereichen auch haben. Und das erfordert aber von beiden Seiten dann eben auch Bedingungen, damit es als ökonomische Aufgabe gemeinsam auch klappen kann. Letzte Frage an Sie, kurz. Was haben Sie von diesen Energy Transition Partnerships am meisten gelernt, was Sie noch nicht gesagt haben? Also Südafrika haben Sie angesprochen, Chile könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, auch wichtiges Projekt oder Projekte. Was ist das Wichtigste, was Sie gelernt haben? Oder Ihr Ministerium oder Ihr Team oder was auch immer? Na, weil Sie Chile gerade ansprechen. Wir haben deutsche, europäische Unternehmen, die massiv investiert haben in erneuerbare Energien, die aber aufgrund des Energiedesigns, also Energiemarktdesigns, wie es dort gerade ist, alle gerade in den roten Zahlen sind, die wirklich in den roten Zahlen sind, weil dort auch mit Kohle und was Einspeise Vorrang hat und dann national werden die eigenen noch ein bisschen besser, also egal, auf jeden Fall ist es schwierig und unsere eigenen Unternehmen sagen uns, Frau Brandner, ist ein Minusgeschäft, können wir nicht mehr machen. Das ist natürlich überhaupt kein Anreiz für andere Unternehmen, nach Chile zu gehen und zu investieren. So, das ist aber eine Frage vom Energiemarktdesign, was hochpolitisch ist, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Und hier der Kollege aus Südafrika hat ja auch schon geschrieben, da sind vested interests in many sides. Und ich glaube, darüber muss man einfach offen und ehrlich reden. Sagen, es gibt da auch in den jeweiligen nationalen Ländern Gewinner und Verlierer. Und wenn man diesen Prozess nicht gut mit begleitet, das ist about good jobs, aber es ist auch about a lot of money going somewhere, belonging today to somebody and tomorrow maybe to somebody else. Das sind hochpolitische Prozesse, die viel Einfluss haben auf die jeweilige Demokratie in dem Land, wie bei uns auch. Ist ja nicht so, als ob Kohleausstieg bei uns irgendwie unpolitisch und undiskutiert wäre. Und dass man das eben nicht technisch gemeinsam verhandeln kann, sondern hochpolitisch, hochemotional und man das gut begleiten muss. Aber eben immer von der Zielsetzung ist es eine ökonomische Partnerschaft, für die wir versuchen, die Voraussetzung zu finden. Sie erinnert mich an Workshop Nummer 4, 5, 6, ich weiß nicht, oder ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer es war. Da war es ganz stark, dass wir, wenn wir technische Innovation haben und Transformation denken, unbedingt diese emotionale Seite sehr ernst nehmen müssen und sie auch wahrnehmen müssen und dafür Raum bieten, wenn wir partnerschaftlich überhaupt zusammen arbeiten oder denken und handeln. Nicht nur emotional, es geht ja um wirklich viel Geld. Ja, also es gibt Menschen, die davon heute profitieren in diesen Ländern, dass dort fossile Infrastruktur ist, genauso wie bei uns. Es gibt, ich nenne jetzt kein Land dieser Welt, wo wir auch versuchen, eine Energiepartnerschaft aufzubauen, wo halt der Bruder vom Minister, dem gehören die Kohlewerke. So, wenn ich mit dem rede und dem versuche zu sagen, es geht ohne Kohle, dann schaut er mich an und ich sehe, er versteht es. Und der Bruder ist der Hauptfinanzier seiner Partei. Okay, was ist dann der nächste Schritt? So, das ist halt, das ist wie bei den Masken. Und es ist ja nicht so, als ob uns das unbekannt das wäre, all solche Sachen. Also ich möchte einfach nur sagen, bei uns ist es nicht schöner oder besser, sondern wir haben ja auch sehr ähnliche große Aufgaben bei uns zu Hause. Aber ich finde immer, dass es total hilft, wenn man dabei gegenseitig offen darüber spricht. Wenn wir sagen, guck mal bei uns, ich habe eine Schwierigkeit, weil wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe international, dann zerfliegt es mir die Schuldenbremse und dann zerhaut es mir die Koalition. Ich würde total gerne weitergehen, aber ich habe auch nichts davon, wenn ich aus der Koalition fliege in Deutschland und der Partner auf der anderen Seite sagt, ich gehe jetzt die kleinen Schritte, ich werde jetzt nicht komplett gegen meinen Bruder gehen, aber wenn ich es nicht mache, dann wird es auch nicht besser. Und dafür gegenseitig ein Verständnis zu finden und entsprechend die Partnerschaften aufzubauen,
Das, finde ich, macht die wesentlich realistischer und dann auch, glaube ich, nachhaltiger. Darf ich das, die eine Frage nochmal und dann öffne ich für Sie und euch. An Crispien zurückspielen. Klingt ein bisschen für mich wie dit for dat. Ich weiß nicht, wie man das Englisch übersetzt. Aber nee, ich nehme dir das, aber also so ein bisschen so, ich sage jetzt nicht Kuhhandel, sondern ich nehme dir das, das ist groß und schlimm und so weiter, aber dafür organisieren wir gemeinsam, dafür gebe ich was rein und dann entsteht was Drittes. Ein dritter gemeinsamer Raum, wo wir uns in Augenhöhe beide profitierend begegnen können. Crispien, wie haben Sie es gemacht, nochmal ganz konkret, wir hatten das Thema Good Governance, wie haben Sie es gemacht in diesem Multi-Stakeholder-Ansatz, wo so viele unterschiedliche Interessen waren und bestimmt eine Menge Leute viel abgeben mussten und verzichten vielleicht oder einen hohen Preis zahlen mussten. Wie haben Sie es geschafft? Wie haben Sie es gemacht? Vielen herzlichen Dank für die Frage. Also ich höre ja dem Gespräch zu und ich muss sagen, dass ich mit diesem Konzept der wirtschaftlichen Partnerschaft natürlich zustimme. Das ist genau das, worüber wir letztendlich sprechen, also nicht die Entwicklungshilfe. Und wenn man diese Partnerschaften aushandelt, sozusagen, oder verhandelt, da, denke ich, gibt es ziemlich viele Frustrationen auf der deutschen Seite angesichts des langsamen Tempos, was wir erleben. Man muss aber verstehen, dass damit das, was wir vereinbaren, auch nachhaltig ist, müssen wir nicht nur die großen Player, also die Industrie und den Arbeitsmarkt in Südafrika mobilisieren, sondern auch die ganze Gesellschaft mitnehmen. Also wir sprechen hier letztendlich über einen epochalen Wandel in unserer Gesellschaft. Also es ist nicht nur eine technische Übung, es ist jetzt nicht nur eine Verhandlung zwischen Regierungen, die hier etwas aushandeln und etwas vereinbaren. Wenn man will, dass das Ganze langfristig funktioniert, müssen wir natürlich auch den Raum haben, um Bündnisse zu schmieden und aufzubauen. Und als Kommission machen wir das. Also als Presidential Climate Commission. Wir haben uns dazu bekannt, dass wir alles unternehmen in der Öffentlichkeit, um das zu erreichen. Alle Gespräche werden auch live gestreamt. Das heißt, wir sind ganz aktiv und versuchen, die Stimmen aufzuspüren, die in der Debatte nicht gehört werden. Denn aufgrund des ganzen Geldes, was hier involviert ist, ist die ganze Debatte natürlich auch verzerrt. Es gibt hier dominierende Stimmen, aber diese Stimmen sind nicht repräsentativ. Und hier einen gerechten Dialog zu gestalten, da muss man wirklich auch den Raum schaffen, damit die Menschen, die unterschiedlichen Akteure, an den Tisch kommen können. Ansonsten erreicht man das nicht. Und man kann natürlich nicht warten, dass die Menschen alle in die Hauptstadt zum Beispiel kommen und ihre Ansichten äußern. Man muss dorthin gehen, wo die Menschen sind und muss ihnen dort eine öffentliche Plattform geben, wo sie sich beteiligen können. Und oft wird das vielleicht auch unangenehm sein. Es ist auch so, dass die Menschen sich nicht nur zum Klimawandel äußern oder zum Thema Energie, sondern es geht um eine große Bandbreite, wo man sich vielleicht über den Staat, die Regierungsführung beschwert, warum die lokale Regierung nicht funktioniert. Und wir als Kommission haben es uns zur Aufgabe gemacht, zu sagen, keine Stimme ist überflüssig. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern und sollte beteiligt werden. Vielen Dank. Ich wollte nicht unterbrechen. Noch ein Gedanken von Ihnen dazu und dann nehmen wir Fragen auf. Ja, weil ich gerne nicht stehen lassen wollte, dass mir nur der Aspekt Finanzierung wichtig ist. Ich wollte das jetzt eben, weil Sie gesagt haben, was ist der Elefant im Raum in der Nord-Süd-Perspektive, wenn man sieht, was investiert werden muss, Billionen, und was investiert wird, haben wir halt einen riesen Gap. Und da sind in vielen Anforderungen, die wir von Nord nach Süd haben, die Frage, was kann man finanziell unterstützen, eine Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen und was wir wirklich leisten. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir in allen internationalen Konferenzen bis hin zur COP
immer diskutieren, wie kriegt man eine finanzielle Grundlage hin. Aber natürlich ganz wichtig, was gehört zur Augenhöhe noch dazu? Mhm. Und da wollte ich jetzt gerne nochmal an Franziska anknüpfen. Wir machen ja eine gemeinsame Veranstaltung bzw. Konferenz einmal im Jahr, Berlin Energy Transition Dialogue, wo genau das der Gedanke ist, nämlich die Augenhöhe zu definieren, was bringen andere ein. Also es funktioniert deswegen so gut mit Dutzenden von Delegationen aus der ganzen Welt, weil man eben diese Frage, was sind die Herausforderungen im Land, was sind die Möglichkeiten, was sind die Knackpunkte, als Erfahrungsaustausch auch als Chance sehen kann. Mhm. Eben nicht nur dieses einseitige Bespielen, wir haben eine gute Energiewende gemacht und ihr könnt davon lernen, sondern wir können auch von euch lernen. Und ich glaube, das ist auch ganz zentral in der Diskussion, um diese Augenhöhe herzustellen und auch die Energiewende global voranzubringen. Mhm. Angekommen. Danke. Haben Sie eine Frage oder einen Beitrag? Sonst mache ich einfach weiter. Oder sind Sie schon erschöpft? Sonst können wir auch früher auf. Wir wollen Sie nicht quälen. Also wenn ein Drittel den Raum verlässt, dann wissen wir, dass das ein sehr dichter Tag war. Der Herr im grünen Hemd, und wir haben noch ein Mikrofon, weil draußen, vielen Dank, Sie sind immer noch draußen zugegen im Internet. Ja, Herr Albrecht, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, dass es natürlich sehr viel effizienter, ressourceneffizienter sein kann, Dinge woanders zu produzieren, wie zum Beispiel Stahl, nicht den Wasserstoff nach Europa zu importieren und dort grünen Stahl herzustellen, sondern direkt grünen Stahl aus Südafrika, aus Australien, aus Brasilien zu importieren. Die Frage ist natürlich, wie kann man das politisch darstellen, dass das ein wünschenswerter Prozess ist? Weil natürlich das bedeuten würde, dass ein Teil der europäischen Stahlwirtschaft schrumpfen muss und dafür in andere Länder abwandert und dann natürlich gleich wieder Rufe nach Deindustrialisierung kommen würden und es allein schon schwierig ist, sowas wie den Kohleausstieg zu schaffen. Und ist natürlich, wenn dann auch noch gezeigt wird, dass diese Industrien in andere Länder gehen und es ein gewollter Prozess ist, ich mir vorstellen kann, dass der politische Widerstand recht enorm wäre und man, glaube ich, die richtige Sprache und auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen müsste. Und wenn Sie da eine Idee hätten, wäre ich super interessiert daran. Mhm. Wer möchte die Frage nehmen? Bitte. Ich war ja auch direkt angesprochen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt der richtige Weg wäre, da an der Stelle zu sagen, also entweder oder sozusagen oder nur einen Produktionsprozess jetzt herauszugreifen, sondern was mir wichtig war, war eben die Produktionsketten und Verarbeitungsketten sich eben auch nochmal genau anzuschauen und sich zu überlegen, welche Verarbeitungsprozesse, welche Industrieprozesse wollen wir denn auch halten? Und ich sag mal, vielleicht so ein bisschen wie Martina Merz heute Vormittag auch gesagt hat, müssen wir eben die eigenen Prioritäten auch setzen auf die Technologien, wo wir eben besonders stark sein wollen. Und das in den Blick zu nehmen, heißt eben auch, sich zu überlegen, ob alle Teile zum Beispiel eines solchen Verarbeitungsprozesses jetzt genau da stattfinden sollen, wo sie jetzt stattfinden, oder ob man die eben auch partnerschaftlich anders gestalten kann. Und da offen zu sein, also das Thema Eisenschwamm zum Beispiel wird viel diskutiert, dass man eben sagt, also möglicherweise lässt sich das auch von den Transportketten viel einfacher und besser, effizienter organisieren, wenn eben nicht möglicherweise nur der Wasserstoff transportiert wird. Das sind Diskussionen, die man offen führen sollte und wo man eben offen sein sollte, eben solche Partnerschaften dann eben auch auf einer neuen Basis zu treffen. Ich bin aber nicht an dem Punkt, dass ich sage, also ich weiß nun ganz genau, was wohin gehört. Ich glaube, das ist auch richtig, so wie Franziska Brandner das sagt, dass es letztendlich auch die Frage ist, was die Unternehmen für eine Entscheidung für sich treffen. Und die müssen eben natürlich schauen, mit welcher Verarbeitung habe ich hier an diesem Standort eine besonders gute Chance in der Zukunft. Und ich glaube schon, dass der Standort Deutschland da ganz viele Möglichkeiten bietet, aber eben, dass es deutlich verändert sein wird zu dem, wie wir es eben bisher erleben. Darf ich? Oh, so. Bitte Sie in der dritten Reihe Ihre Frage. Ach, und der Herr, den habe ich eben. Sie kommen danach direkt, nur weil das Mikro da ist. Kann jemand netterweise mit dem Mikro schon mal darüber gehen? Das wäre furchtbar nett. Arbeitet jemand daran, wie sieht das grüne Wohlstandsportfolio Deutschlands aus oder der EU? Dass wir sozusagen so ein Leitbild haben. Jeder Konzern macht sich so ein Portfolio klassischerweise mit unterschiedlichen Messgrößen. Und sowas brauchen wir einfach als Staat und als Stadt genauso. Darf ich da eine Frage dranhängen? Inwieweit taugt der Green Deal mit seinen Eckpfeilern dafür, genau dieses grüne Wohlstandsmodell zu adressieren in Europa? Oder auch nicht? Ich hätte ein... Bitte? Ein Portfolio. Portfolio, ja. Ja, genau. Also wir haben
zum Glück das sogar schon geschafft. Also wir haben im Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung alternative Wohlstandskriterien, wie Sie sagen, ja schon auch erarbeitet. Da haben wir auch auf Vorarbeiten aus der Wissenschaft aufbauen können. Das heißt, diese Schritte haben wir schon gemacht, an denen wir messen, wie geht es eigentlich Deutschland. Das ist spannend, können sich anschauen. Dieser Bericht hat lauter schöne Bilder, die ganz toll visualisiert sind. Also ich habe jetzt nicht den Link auswendig, aber wenn Sie googeln, Jahreswirtschaftsbericht Bundesregierung 2022. Wir versuchen das im Chat nachzuliefern. Okay, da sitzen wahnsinnig fähige Menschen. Vielen Dank. Ihre Frage, bitte. Stichwort Hebelwirkung. Wenn wir uns anschauen, dass wir ja auch immer politische Mehrheiten in unseren westlichen Wohlfahrtsstaaten dafür organisieren müssen, über globale Partnerschaften nachzudenken. Was ist Ihre Perspektive drauf, wie man besonders gut den Hebel verkaufen kann, in Anführungsstrichen, in den Gesprächen mit all unseren Mitbürgern, den wir sinnvollerweise bauen können, wenn wir zum Beispiel nur 2% Ressourcen einsparen, indem wir stark in regenerative Energien investieren, 2% vom gesamten globalen Emissionsteil. Da kommt ja dann oft der Punkt, dass wir in Deutschland nicht so weit vorangehen sollten. Warum sollen wir unseren Wohlstand einschränken, wenn alle anderen das doch auch tun könnten? Ich glaube aber, da drin steckt ein ganz wichtiges Wort. Und wie können wir diesen Hebel nutzbar machen? Haben Sie es verstanden? Vielleicht können Sie es nochmal sagen. Also, können Sie nochmal genau erklären, was das mit dem Hebel meint in Bezug auf, ja. Ja, wir haben einfach die Situation, dass 25% der Emissionen in Deutschland, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel aus dem Individualverkehr kommen. Wenn wir jetzt alles auf Elektroautos umstellen, dann haben wir trotzdem nur wenige Prozent, teilweise nur Promille am gesamten globalen CO2-Ausstoß reduziert. Und dann argumentiert halt der durchschnittliche Autofahrer, na, da muss ich doch jetzt kein Elektroauto anschaffen. Wie können wir dieses Argument besser hier in Deutschland nutzbar machen, wenn wir dann sagen, aber das hat eben einen Hebel, wenn wir vorangehen für alle anderen. Verstanden. Okay, vielen herzlichen Dank. Die Frage würde ich gerne auf Deutschland bezogen diskutieren, aber dann auch international. Weil worüber müssen wir dann reden? Ich würde es gerne an Crispian, CO2-Preis oder was sind die Hebel, die wir brauchen? Was sind Ihre Ideen, um genau diesen Hebeln zu entsprechen und es im Sinne aller dann entsprechend zu verändern? Arbeitsteilung, Partnerschaften, ja. Ja, spannende Frage. Der Hebel ist ja ein Stück weit die Kommunikation beziehungsweise das Machen, weil das die Umsetzung der Energiewende hat ja bis heute schon gezeigt, dass wir, wenn sie gut gemacht ist, neue Jobs gewinnen, dass wir die Energieversorgung günstiger machen für ein paar Cent pro Kilowattstunde mit Solar und Wind, dass das auch einen globalen Effekt hat. Der Franz Untersteller hat mal irgendwann gesagt, eigentlich war das Erneuerbare Energiengesetz das größte Entwicklungshilfeprogramm, was wir hatten. Weil das EEG nicht nur in 40, 50 Ländern nachgemacht wurde mit einer Vergütung der Einspeisung, sondern es hat eben global dazu geführt, dass wir global für ein paar Cent Wind und Solar herstellen können. Und wir haben die Möglichkeit, in der gesamten Wertschöpfung nachhaltiger, preisgünstiger und resilienter zu wirtschaften. Ich meine, man muss immer nur sehen, was ist letztes Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine passiert. Die Erdgaspreise sind durch die Decke. Warum diskutieren wir denn gerade, dass wir möglichst viel an Wertschöpfung, übrigens grünen Wasserstoff, kann man weitgehend in Deutschland mit erneuerbarem Strom produzieren. Studien liegen vor, da müssen wir gar nicht groß importieren. Das ist gerade unsere große Diskussion auch in Deutschland, weil wir extrem viel an Know-how schon gebildet haben und das auch eine Vorreiter- beziehungsweise auch eine Vorbildfunktion im eigenen Land ist, die auch für Wertschöpfung hier sorgt. Ich glaube, das Argument ist gar nicht so weit. Also der Hebel ist die Kommunikation, zu sagen, wir haben schon viel Gutes getan, rede darüber, weil die Auswirkungen in eine bezahlbare Energieversorgung sind sofort sichtbar. Also mein Argument ist immer zu sagen, das mag in dem globalen Kontext nicht den Unterschied machen. Und das ist ja, wenn man einfach die reinen Zahlen sich anschaut, auch so. Deswegen ist mein Grund, warum wir das in Deutschland machen, immer zu sagen, diese Technologien werden auf jeden Fall entwickelt, sie werden auf jeden Fall irgendwo produziert. Und ich hätte gerne, dass Deutschland in Zukunft daran noch gewinnt. Also basic. Also wenn du deinen Job behalten willst, dann lass es uns bitte beweisen, dass es auch in Deutschland geht. Weil wenn wir es nicht zeigen können, werden wir unsere Technologien aus Deutschland nicht verkaufen können.
Das ist beim Tunnelbau so, ja, wenn wir Tunnelbohrmaschinen haben und die werden niemals in Deutschland zur Anwendung kommen, weil alle sagen, nee, eigentlich so gut sind sie doch nicht, dann kriege ich die auch nicht in Chile verkauft. Und so, das ist für mich auch das Argument, warum es auch bei uns klappen muss. Darf ich trotzdem noch mal? Ich habe die Frage auch noch in der zweiten Ebene ein bisschen anders verstanden. Ich versuche sie noch mal so zu formulieren, wie ich sie dachte, sie auch zu verstehen ist. Wie können wir, was müssen wir tun, damit wir nicht patronizing, besserwisserisch oder sonst wie verstanden werden, weil wir ja 2 oder 3% auslösen an den Emissionen mit der Bevölkerungszahl, die wir haben, während an bestimmten Ländern die Hebel, wenn umgestellt würde, an bestimmten Stellen viel größer sind. Was müssen wir tun, damit wir das hinkriegen, in den Ländern diese Hebel zu bewirken? Ist alles dazu schon gesagt? Also vielleicht, ich glaube, was Christian vorhin gesagt hat, ein größeres Verständnis für die politischen Prozesse in den betroffenen Ländern und gemeinsames Erarbeiten an Strategien, die jeweils passen, ist wirklich wichtig, um es diese Hebel nutzen zu können, nutzbar zu machen in den jeweiligen Ländern. Und da gegenseitig voneinander zu lernen und Verständnis zu entwickeln, was jeweils gerade die Hürden und Schwierigkeiten sind bei uns, in Südafrika, in anderen Ländern und dann gemeinsame Lösungen zu finden, voneinander zu lernen. Da ist mein Eindruck, auch im internationalen Austausch können wir dann noch einiges lösen. Und wir versuchen deswegen auch gerade diese Prozesse wieder etwas zu enttechnisieren und zu politisieren. Weil mein Eindruck ist, wenn es nur auf eine Technical Level passiert, dann redet man über, hier kannst du noch die CO2-Stunde, Kilowattstunde einsparen und wenn du da noch was drehst. Aber politisch ist es vielleicht gerade der allerhöchste Preis, den man dort zahlen müsste. Und vielleicht mit einem etwas weniger großen Impact könnte man was anderes wesentlich leichter erreichen, was man aber nur politisch auch wieder gemeinsam beurteilen kann. Und da habe ich den Eindruck, ne, das ist einfach eine Frage, wie man diese Partnerschaften angeht, auf einer größeren Augenhöhe. Und wenn wir es dann gemeinsam schaffen, die Investitionen also privat und öffentlich zusammenzubringen, es wird nur mit der Privatwirtschaft klappen und den Rahmenbedingungen dafür, dann bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich. Aber wir können auch nicht immer nur so tun, als wären die Hebel woanders. So, da warne ich auch immer ein bisschen davor. Sie noch dazu? Und dann, da ist noch eine Frage, ja. Okay, ja, ich wollte nur noch mal zu meinem Bild von vorhin, wo ich eben sagte, es ging um die Kohärenz und das Bild. Also nur, was man ja natürlich in Deutschland macht, dann kommen die auch folgen. Aber ich wollte noch zu einem anderen Thema, das vorhin noch genannt wurde, war, dass man den Unternehmen quasi die Entscheidung lassen sollte, ob sie in einem Land dann dort die Wertschöpfung aufbauen oder hier oder wie auch immer. Und die was wichtig ist in dem Kontext, ist nur, dass die Menschen, die dort wohnen, die müssen natürlich auch in der Lage sein, dort zu arbeiten in den Themen. Also wir hatten Beispiele, da ging es um Öl- und Gasförderung. Da war das so, dann wurden die Arbeitskräfte eingeflogen, weil die Menschen vor Ort hatten nicht die Qualifikationen, die dafür notwendig wären. Und das ist eben auch Teil der Partnerschaft, dass quasi die Möglichkeiten oder dass es ermöglicht wird, an den dort daran auch teilnehmen zu können, lokal vor Ort. Mich bringt das zu einer nächsten Frage, die aber erstmal Ihre Frage. Das ist genau auch meine Frage oder meine Anregung. Ich möchte die Partnerschaften unterstreichen. Und zwar, also das von denen, die bekommen, dass die eben halt keine Verpflichtungen damit haben. Und zwar, es gibt ja halt für große Gebäude, also Unternehmen, wenn die investiert haben, in Amerika kenne ich das auch, dass dann riesige Kunstwerke geschaffen werden. Und da wäre eben halt meine Idee, dass eben halt zum Beispiel jetzt, also wenn jetzt hier ein Unternehmen investiert hat in Photovoltaik-Dach und Umsetzung, dass es dann einen kleinen Teil abgibt in eine Gemeinde, zum Beispiel ja eben halt in Afrika, und dass die dann eben halt wirklich Bildung teilnehmen können und dann auch eventuell eben, also kochen vor allen Dingen, dann Gesundheit bekommen und dass sie dann eben halt bei der digitalen Bildung teilnehmen können. Also dass wir eben halt weltweit ja ein Bildungsnetz aufbauen mit allen Botschaften und dass sie sich dann eben halt selbst das Wissen auch rausziehen können und dass das eben halt ganz auf freiwilliger Basis sein darf. Vielen herzlichen Dank für die Anregung. Wenn Sie erlauben, lasse ich die ganz kurz so stehen, nehme aber Ihre Frage noch
mit auf. Ja? Gerne, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Olver. Und zwar haben wir jetzt auch viel über China gesprochen, das auch irgendwie so ein Konkurrent ist, der im Raum ist. Und ich wollte gerne fragen, was macht denn aus der südafrikanischen Sicht Regionen oder Länder für Partnerschaften attraktiv oder auch weniger attraktiv? Und Frau Brandner hatte vorhin angesprochen, man soll Ländern vielleicht nicht unbedingt vorschreiben, was gerechte Grundsätze sind oder mit einem Beispiel aus Brasilien. Wäre das zum Beispiel was, was es eher unattraktiv macht oder attraktiv macht, wenn bestimmte Gerechtigkeitsansprüche oder soziale Gerechtigkeitsansprüche mitgebracht werden in solche Partnerschaften? Okay, zwei Fragen. Crispian, wollen Sie als erstes beantworten, aus welcher Perspektive, was macht aus Ihrer Sicht eine Partnerschaft mit einem anderen Land attraktiv? Well, I mean, China wurde ja angesprochen. Natürlich erlaubt die Zeit jetzt hier keine tiefgründige Erforschung des Themas. Aber China hat es ja tatsächlich geschafft, die Lieferketten im Bereich der Erneuerbaren komplett zu dominieren. Also elektrische Fahrzeuge, Batteriesysteme. Und natürlich auch die Vereinigung der Kohleressourcen. Ich glaube, wir haben eine große Konzentration der globalen Wirtschaft, das tatsächlich als strategisches Risiko zu betrachten ist. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich würde mich freuen, wenn wir ein globales System vorfinden würden, in dem diese starke Konzentration nicht vorzufinden wäre, also nicht nur auf Länderebene, sondern auch auf der Industrieebene. Es geht gar nicht so sehr um das Land, sondern natürlich auch um einzelne Unternehmen, die diesen Markt da tatsächlich sehr stark dominieren und die Lieferketten dominieren. Aber das betrifft jetzt weniger die Partnerschaften. Partnerschaften müssen auf gegenseitigem Respekt fußen. Und ich denke, das impliziert natürlich, dass dieselben Regeln für andere gelten oder für die Partner gelten, die auch für einen selbst gelten. Und wir haben das vor kurzem erst am eigenen Leibe erfahren müssen. Wir haben mit Interesse verfolgt, wie die Ukraine-Krise und der Ukraine-Krieg eine Energiekrise in Deutschland verursacht hat. Wir waren natürlich auch besorgt über die Situation. Und es wurden ja einige Kohlekraftwerke wieder hochgefahren. Man hat natürlich auch andererorts nach Kohle gesucht. Wir haben sehr viel Kohle verkauft in dieser Zeit. Und wir haben tatsächlich eine Energiekrise vor uns. Wir sprachen über die Stilllegung, die verzögerte Stilllegung unserer Kohlekraftwerke über einige Jahre hinweg. Es gab natürlich auch einige Bedingungen auferlegt im Rahmen des JETP. Wir können nicht einfach unsere Kohlekraftwerke abschalten, sondern sie müssen vollständig zerstört werden. Das heißt, es fehlt einfach das grundlegende Vertrauen, dass diese Kraftwerke nicht wieder ans Netz gehen. Und dann denke ich, könnte man vielleicht davon ausgehen, dass einige Kraftwerke tatsächlich einfach nur stillgelegt werden oder eingemottet werden und nicht unbedingt abgerissen werden. Das ist so eine Frage des Respekts. Und ich glaube, da sollte man doch zumindest von dieser gleichen Augenhöhe sprechen. Das ist eine Partnerschaft, die nicht mit den gleichen Kriterien an die Sache herangeht. Das, was man auf sich selbst anlässt, muss auch für andere gelten. Nochmal zum zweiten Teil der Frage. Ich nenne es jetzt mal Code of Conduct oder irgendwas, was Value-Kriterien sind, die, mit denen man reingeht in einer Partnerschaft. Ist das ein Asset, das wichtig und gut zu haben ist, gerade in der Diversifizierung, um sich als Partner in Europa oder was auch immer attraktiv zu machen? Vielleicht noch ein, zwei kurze Gedanken dazu. Wir gehen in die letzten 5 Minuten. Wir haben noch eine Frage. Oder auch nicht. Also das. Ja, also ich meine, ich habe es jetzt so verstanden, ist es ein Asset für Partner der EU zum Beispiel, sich eben auch an sozialen und anderen Grundwerten, auch ökologischen Standards zu orientieren. Und Wertefragen spielen für uns natürlich eine Rolle. Und ich glaube, das muss auch klar sein, dass wir davon gar nicht absehen können. Das wissen die Partner
in der Welt aber auch, dass wir von diesen Werten nicht abrücken werden. Die entscheidende Frage ist, ob wir ihnen in einer glaubwürdigen Art vermitteln können, dass wir für diese Werte also nicht unterschiedlich eintreten, sondern einhellig eintreten. Und ich glaube, das ist etwas, was aktuell einfach eine wichtige vertrauensbildende Frage auch ist, bei der die Europäische Union zeigen muss, dass sie eben tatsächlich in der Lage ist, ihre wertegeleitete, auch Außen- und auch Handelspolitik auf eine universelle Basis zu stellen und dem auch glaubwürdig nachzukommen. Sollten wir das können, glaube ich, ist es schon ein Asset. Mhm. Kriegen wir noch einmal das Mikro laut in Reihe 1? Jetzt danke. Ist es an, ja. Philipp Hiersemenze, ich habe die letzten 10 Jahre relativ viel mit der erneuerbaren Elektrifizierung von KMUs in Subsahara-Afrika gearbeitet und mich gleichzeitig relativ viel mit Marktdesign-Fragen hier in Europa beschäftigt. Und mir fallen 2 Sachen auf dabei. In der ganzen Finanzierung von und Partnership, wir reden immer sehr schnell über die JetPs, über die vielen Milliarden. Klassischerweise waren es früher immer die Wasserkraftwerke, die dann irgendwann mal finanziert wurden. Oder von irgendwelchen Solar Home Systems. Wir reden sehr wenig von dem, was dazwischen ist, von den kleineren, von dezentraleren Einheiten im Megawattbereich. Gleichzeitig sehe ich da eine Chance, mehr auch voneinander zu lernen. Denn die bauen, da baut man ja ein Energiesystem im Endeffekt auf, so wie wir es hier auch irgendwann mal haben wollen, eben weil ich auf eine Grid Extension warte, die nicht kommt. Von unten aufbauen. Wie kommen wir da, ich meine das ganz ernst, ja, wie kommen wir dazu, diese Erfahrungen, diese globalen Erfahrungen bei uns auch mehr zu lernen und das mit aufzunehmen. Denn die Regeln der Physik, die gelten überall gleich, auch wenn sich deutsche Ingenieurinnen vielleicht ein bisschen mehr einbilden. Wie kommen wir dazu? Wer möchte die Frage nehmen? Also, weißt du, wir kennen uns ja auch. Es gibt ja auch einige in diesem Bereich Projekte, die ja auch deswegen explizit gefördert werden, in vielen Ländern auch. Und es gibt zum Beispiel den ganzen Ansatz, das ist Gesine Schwan und Peter Eiken, die ja genau diese Projekte fahren, die diese dezentralen Märkte aufbauen de facto. Also deren Ansatz ist ja auch, ich mache vor Ort mit der Community gemeinsam im Austausch, baue ich einen Markt auf und bringe dann die Energie und es rentiert sich hinterher. Das ist ein sehr kluger Ansatz, der in mittlerweile, weiß nicht wie vielen Städten, Südafrika vor allen Dingen ist. Geht jetzt, glaube ich, auch in Senegal, Senegal, also mehrere. Mhm. Das ist etwas, was wir für sehr erfolgsversprechend halten und auch mit unterstützen. Und von dem werden auch regelmäßig nicht nur lernen, sondern ja auch sehen, zum Beispiel, dass sie bei der Digitalisierung dann meistens schon weiter sind als bei uns. Also, weil wenn sie sowas vor Ort aufbauen, ist nicht so schwer, stimmt. Aber es ist auch total klar, dass wenn sie sowas heute machen, dann bauen sie das nicht mehr analog auf, sondern sofort digital. Also das sind die Bereiche, wo wir dann ehrlich gesagt sehr viel schon wieder lernen können. Aber da kann man auch in andere Länder gehen. Auch in China haben die ja die gleiche Herausforderung mit dezentraler Energieversorgung, wo wir auch gerade im Austausch sind und voneinander lernen. Also ich glaube, bei diesen Fragen wirklich gibt es sehr viel Potenzial. Und ich vielleicht einen Satz, weil ich hatte die Frage nach den Werten andersrum verstanden, also im Sinne von, wann sind wir überhaupt interessant, wenn wir über Werte reden. Genau. Ich finde ja, Werte sind immer eine Kategorie von Interessen und dann gibt es natürlich noch andere Interessen und die Kooperationen klappen meinem Eindruck nach immer, wenn man eben schaut, wie zum Beispiel in Ländern es auch einen Wunsch danach gibt, dass die Energien am Ende ökologischer hergestellt werden, dass man aus der Abhängigkeit von China rauskommt. Da haben wir gemeinsame Interessen. Also es ist ja jeweils so, dass wir hier gemeinsam das Gefühl haben, irgendwie 100%ige Abhängigkeiten sind vielleicht nicht so gut. Und das ist auch ein gemeinsames Interesse, was meistens zu mehr Nachhaltigkeit führt. Jetzt ist Crispin schon rausgeflogen. Ich hätte Ihnen am Satz die Schlussfrage gegeben, die er uns mitgibt. Dann jemand von Ihnen kann sich die... Crispin, letzte Frage. Wir sind so dankbar, dass wir mit Ihnen im Kontakt sind. Wir haben eine Minute, nur noch eine Minute, dann müssen wir das Podium pünktlich beschließen. Was ist die Frage, die Sie sich wünschen, dass wir sie uns stellen, damit wir künftig dieses Verhältnis miteinander so organisieren, wie Sie es sich wünschen, in globalen Partnerschaften? Welche Frage sollten wir uns in Zukunft ernsthaft stellen? Ganz kurze Antwort.
Also was ich vielleicht gerne noch sagen möchte. Ich glaube, man sollte den Ehrgeiz nicht herunterfahren, also besonders eben jene, die in der Grünen Partei aktiv sind. Ich glaube, das war wirklich ganz wichtig, dass Sie diese Geschwindigkeit vorgegeben haben. Und das ist genau die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Wir brauchen diese hohe Geschwindigkeit. Also meine Argumente sind definitiv keine Argumente gegen den Ehrgeiz. Aber ich denke, man sollte sich trotzdem anschauen, wie die Länder selbst funktionieren, die vielleicht einen neuen Weg beschreiten, die vielleicht auch einige Jahre zurückliegen, dass man ihnen noch ein wenig Raum einräumt, wenn sie versuchen, aufzuholen. Ein ganz herzlicher Dank für diesen intensiven Nachmittag. An Sie alle für die große Konzentration, die Sie den ganzen Tag über mitgebracht haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem fantastischen Team, all die uns sicht- und hörbar gemacht haben, bedanken, die Menschen in schwarzen Anziehsachen und bei den netten Menschen da draußen, die so tolle, vegane, vegetarische, leckere Sachen gemacht haben. Also, dass unser Körper nicht vergessen wurde über den Geist, darüber bin ich sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank. Applaus